Der Alex ist eine Zuggattung des Eisenbahnverkehrsunternehmens Länderbahn GmbH. Der Alex verkehrt als Regionalzug und verbindet dabei im 2-Stunden-Takt die bayerische Landeshauptstadt München mit der Bodenseeinsel Lindau, dem Allgäu-Kurort Oberstdorf und sehenswerten Städten im Osten von Bayern wie Landshut, Regensburg oder Hof. Bis 2002 fuhren Fernzüge der Marke Interregio über diese Strecken. Nach Einstellung dieser Fernzüge bestellte das Bundesland Bayern Regionalzugleistungen als Ersatz. Ab Dezember 2003 fuhr der Alex auf der Strecke München-Oberstdorf. Nach gewonnener Ausschreibung fahren seit Dezember 2007 auch Alex-Züge nach Lindau und von München über Regensburg nach Hof. Außerdem werden seitdem 2 tägliche Zugleistungen in Kooperation mit der tschechischen Bahn CD von München nach Prag angeboten. Von Dezember 2009 an fuhren auch 2 Alex-Züge von Nürnberg nach Prag. Im Dezember 2012 musste allerdings dieses Angebot eingestellt werden, weil die Deutsche Bahn einen parallelen Fernbus eingeführt hatte und so die Nachfrage gesunken war. Stattdessen pendeln nun seitdem ganze 4 tägliche Zugpaare zwischen München und Prag. Die Alex-Züge verkehren zwischen München, Oberstdorf und Lindau im 2-Stunden-Takt zwischen etwa 5 Uhr und 22 Uhr. Von München bis Immenstadt verkehren planmäßig meist 6 Wagen. In Immenstadt wird der Zug getrennt, wobei die 3 vorderen Wagen nach kurzem Aufenthalt nach Lindau weiterfahren. Die 3 hinteren Wagen fahren nach Ankuppeln einer Lok durch die gebirgige Landschaft dann weiter nach Oberstdorf. In der Gegenrichtung werden die Wagen aus Oberstdorf an die Wagen aus Lindau hinten dran rangiert. Zwischen München und Hof verkehren 6 bis 7 tägliche Alex-Züge von etwa 6 bis 18 Uhr fast durchgehend im 2-Stunden-Takt. Der Zug führt bis Regensburg meist 6 bis 7 Wagen und wird von einer E-Lok gezogen. Diese sowie die 2 vorderen Wagen werden in Regensburg abgehängt und eine Diesellok an das andere Zugende anrangiert, die den Zug dann bis Hof bringt. Nach Prag wird der Zug mit Wagen der tschechischen Bahn CD gefahren. Alle anderen Zugleistungen des Alex werden mit eigenem Wagenmaterial gefahren, welches ich euch nun kurz vorstelle. Die Züge des Alex bieten Fernverkehrskomfort zum Nahverkehrspreis. Alle einstöckigen Wagen wurden vom Alex nach Übernahme von der Deutschen Bahn grundlegend modernisiert. Eingereiht in den Zügen nach Hof sind zum einen klimatisierte ehemalige Intercity-Wagen, die Ende der 60er Jahre gebaut wurden. Sie bieten Erste-Klasse-Abteile mit breiten, verstellbaren Sitzen und Zweite-Klasse-Abteile mit Sitzbänken sowie ein geräumiges Mehrzweckabteil. Auch eingereiht sind ehemalige, nicht klimatisierte Schnellzugwagen aus den 70er Jahren mit ausschließlich Zweite-Klasse-Abteilen. Genauso wie klimatisierte Speisewagen mit Zweite-Klasse-Großraumbereich. In dem sogenannten Alex-Treff können kalte und heiße Getränke, kleinere Snacks oder auch Brezeln, Sandwich, Baguette oder Kuchen erworben werden. Die Wagen wurden Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre gebaut. Ein Speisewagen bietet mit seiner originalen Inneneinrichtung und Außenlackierung ein nostalgisches Flair. Aber auch für mobilitätseingeschränkte Reisende oder Fahrgäste mit Fahrrädern oder Kinderwagen gibt es einen passenden Wagen. Denn in den Zügen nach Hof ist mindestens ein moderner Doppelstockwagen, Baujahr 2009, mit bequemem Tiefeinstieg und großem Mehrzweckabteil eingereiht.
Außerdem ist meist auch ein weiterer Gemischtklassiker klimatisierter Abteilwagen eingereiht, der Einzelsitze aufweist. Diese Wagen wurden 1991 gebaut. In den Zugteilen nach Oberstdorf und Lindau sind ebenfalls je einer dieser klimatisierten Abteilwagen eingereiht. Genauso wie noch je ein bis zwei nicht klimatisierte reine zweite Klasse Abteilwagen, die zwischen 1984 und 1990 gebaut wurden. Etliche von ihnen besitzen auch ein Fahrradabteil. Außerdem fährt im Zugverband bis Immenstadt und zum Teil weiter nach Oberstdorf oder Lindau ein Bistrowagen mit zweite Klasse Großraumbereich mit. Diese Wagen wurden Anfang der 90er Jahre ursprünglich als Abteilwagen gebaut und 2003 komplett umgebaut. Außerdem kann in den Zügen nach Hof, Oberstdorf und Lindau auch ein Mitteleinstiegswagen aus den 60er Jahren mit zweite Klasse Großräumen und Fahrradabteil eingereiht sein. Die Verkehrsverträge zwischen dem Freistaat Bayern und dem Alex laufen im Dezember 2017 aus. Auf den Strecken nach Oberstdorf und Lindau gibt es einen Übergangsvertrag bis Dezember 2020 und nach Hof und Prag bis Dezember 2022. Dann wird es den Alex voraussichtlich nicht mehr geben. Von Mitte Dezember 2017 bis zum Einsatzende werden weitere klimatisierte Intercity-Wagen aus Italien die Alex-Züge verstärken und ältere Wagen ablösen. Des Weiteren wird der Alex ab Dezember 2017 der erste Regionalzug in Bayern sein, in dem Fahrgäste kostenlos per WLAN im Internet surfen können. Das war meine Express-Doku über den Alex. Mehr Infos über den Alex und die befahrenen Strecken erhaltet ihr in ausführlicheren Dokumentationen auf meinem Kanal. Link dazu in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen.